Oh, moin Leute und herzlich willkommen zur letzten Episode. Ihr seht's, ich bin noch im gleichen Outfit wie sonst auch die letzten vier Episoden. Ich habe hier den Montag durchgestreamt und Alone in the Dark zum Ende gebracht. Beziehungsweise hoffentlich bringen wir es jetzt zum Ende, denn ich erzähl's euch gleich. Erstmal Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, herzlich willkommen Twitch, herzlich willkommen YouTube zu einer neuen Episode Alone in the Dark. Der vielleicht, und ich habe es ja schon betont, hoffentlich letzten Episode, ne? Anders kann man es nicht sagen. Und wenn es euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne einen Daumen oben da und ein Abo, um mich zu unterstützen. Vielen Dank euch für den Support. Und YouTube, ich bin auch live auf Twitch, kommt mich hier gerne besuchen. Unter twitch.tv/slash könnt ihr auch noch dazwischen machen vorher, ne? Daddel-Buddy. Und schaut mal gerne rein und besucht mich auch gerne live. Oder schaut euch die Videos auch hier gerne schon vorher an, bevor ihr sie bei mir auf YouTube findet. Denn ich bin auch auf YouTube, Leute, dafür nehme ich auf. Und hier könnt ihr euch alles nochmal in aller Ruhe wegsnacken und vor allen Dingen auch ja, vielleicht noch andere Games entdecken, die euch gefallen, beziehungsweise die Games, die euch gefallen, auch mit Kapitelmarke euch anschauen. Ne? Ein bisschen entspannt durchgucken, zu den Passagen springen, die ihr Bock habt. Ja, Hauptsache wir haben ja Spaß zusammen. Leute, jetzt geht's hier rund. Ihr hört es im Hintergrund, da knistert und knackt das hier schon gewaltig. Wir sind nämlich direkt beim Endboss. For the Alone in the Dark. Und das Ding hat uns in der letzten Episode schon so hart in den Piep gehüpft, das ist schon nicht mehr feierlich. Das Problem ist allerdings, es ist gar nicht so schwer, nur die Kampfmechaniken sind so schlecht und das Kämpfen und Schießen macht so wenig Spaß, dass du einfach nur stirbst, nicht weil du zu wenig Skill hast, sondern weil es einfach kein Spiel mit vernünftigen Gunplay ist, Leute. Ja, es ist, du hast ein paar Waffen an der Hand, das Nachladen dauert ewig, die Gegner, die richten dafür viel zu viel Schaden an. Wenn zwei Gegner um dich rum sind und ein paar Mal zuschlagen, dann ist eigentlich auch schon Ende. Und nebenbei musst du dich noch um den Boss kümmern und deine Waffen nachladen, plus dich bewegen. Und er ist, wenn er nachlädt, du kannst nicht im Rennen nachladen. Scheiße. Du gehst, wenn du nachlädst. Dann musst du aber auch noch dich versorgen. Das unterbricht natürlich den Nachladevorgang, wenn du dich noch mit Gesundheit versorgst. Und all das ist mega träge, mega langsam. Und deswegen sage ich hoffentlich, denn dieser Kampf mit dem Boss macht keinen Spaß. Ich feiere sowas gar nicht. Was ich aber feiere, die Kinderschokolade vom Allerfeinsten heute. Wegschnabuliert von mir, Daddle Bunny. Leute, ich mache mal jetzt mich hier schon mal passend. Ich sag's euch, ich war die letzte Episode schon frustriert. Ich habe den schon dreimal versucht oder viermal. Ich glaube dreimal. Naja, zieht's euch rein. Viel Spaß mit dem Kackvieh von Alone in the Dark. Bin gespannt. So. Ich werde jetzt gleich die Tommy-Gun nehmen, denn... Oh, gar nicht reinrennen. So, wir müssen jetzt diese Blubbelviecher hier wegmachen. Wo sind sie? Lad nach, die Hupe. Oha. Erstmal ein bisschen auftanken. So, vielleicht noch einmal, dann haben wir das. Oder? Nochmal? Ja. So, bis jetzt ist noch alles gut, Leute. Ne? Das Problem, was jetzt kommt, das zeige ich euch. Und zwar kommen jetzt hier so Kackviecher rausgeprügelt. Da ist schon das erste. Das ist noch so gar nicht das Problem. Aber der Rest, der da gleich kommt, da zum Beispiel. Wo ist es? Ja, und jetzt wird schon wieder nervig. Jetzt wird schon wieder nervig. Meine Waffe ist kaputt. Ja,
Ja. Hier ist alles kaputt. Alles ist kaputt. Jetzt kann ich wieder nicht bewegen. Jetzt sterben wir gleich. Weg, weg, weg. Habe ich nachgeladen? Ja. So, erstmal die Beine runterschießen. Ist die eigentlich nachgeladen? Gerade nicht. Haben wir noch irgendwo Stoff? Lässt er jetzt wieder Viecher raus? Nee. Voilà. Ich habe keine. So, jetzt lässt er wieder Viecher raus, glaube ich. Schnell machen. Schnell nachladen. Nein, das war doof. Schnell, schnell, schnell. Oh, 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 so, die Beine. Ich weiß auch nicht, wie lange der Spaß hier noch geht, Leute, bin ich ehrlich. Zum ersten Mal, ja, ja. Ich wusste wie, ne? Ich sollte dazu vielleicht einen Guide machen. Keine Ahnung, was so lange gedauert hat beim ersten Mal. Die Eile war draußen, weißt du? Detective! Ich wollte es Ihnen sagen. Es gab so viele Beweise. Ihre Hingabe zur schwarzen Ziege war größer als alles, was ich je erlebt habe. Ich kam mir so dumm vor, dran zu glauben. Aber gut, dass ich es tat. Geht es Ihnen gut? Alles ist falsch gelaufen. So geht die Geschichte doch nicht. Ich sollte nicht leben. Tja, gern geschehen, Kumpel. Wie geht's dir, Liebes? Mir gefällt es. Sie haben's kaputt gemacht, aber ist schon gut. Ah. So, das Ende von Edward Carnby. War schön, bereit nach New Orleans zu fahren? Komm schon, Jeremy. Wir gehen. Darf ich mit? Ich dachte, du müsstest nicht gerettet werden. Sie kommt mit. Sie ist wichtig. Natürlich nehmen wir sie mit uns. Ihr wollt sie hier lassen, oder was? Das wäre jetzt auch ein bisschen brutal. Krass. Ging ja doch dann schneller als gedacht. Ich habe mich ja gerade zum Anfang der Episode richtig schön aufgeregt. Aber gewusst wie. War dann ja doch relativ entspannt. Relativ entspannt. Ne? Ich will jetzt mal nicht übertreiben und sagen, das war jetzt ein mega easy Durchlauf. Aber schwer war es jetzt tatsächlich auch nicht. Ist echt krass, Alter. Für 10 Minuten habe ich jetzt hier nochmal eine neue Episode gestartet. Naja, ist egal, Leute. Ich wusste nicht.
wie weit das jetzt hier noch ausadelt oder nicht. Ja. Das war's. Alone in the Dark. Und gespielt auf der Series X. Wir gucken mal, ob hier noch was kommt danach. Nee. Neues Spiel Plus gibt's auch nicht. Macht aber auch keinen Sinn. Man könnte natürlich überlegen, jetzt hier wirklich nochmal entspannt den Durchlauf mit Emily zu starten. Ich habe das komplette Spiel jetzt ja gespielt mit Edward Carnby. Und so wie ich das vermute, ich habe jetzt keine anderen Let's Plays gesehen. Auch zu Emily habe ich noch gar nichts gesehen, einfach weil ich es noch selber spielen will. Aber so wie ich vermute, ist der actionlastigere Part der mit Edward Carnby. Da wird mehr geschossen. Und ja, muss ich ein bisschen mehr mit dem Gunplay hier auseinandersetzen. Ich hoffe und vermute, dass es mit Emily ruhiger ist, weil sie scheint ja auch von diesen Dimensionen eigentlich so gar nichts richtig mitzubekommen und sich mehr in dem Anwesen selber aufzuhalten, also in der echten Welt. Und das macht es natürlich wieder sehr interessant zu schauen, das Ganze nochmal mit ihr durchzuspielen und aus ihrer Sicht zu sehen. Ich werde das jetzt hier nicht auf meinem Kanal nochmal streamen mit Emily. Dafür sind meine Aufrufe alleine für Alone in the Dark mit Edward Carnby schon so gering, dass ich das jetzt nicht parallel hier noch machen werde. Das Spiel wollte ich aber auf jeden Fall ja noch zu Ende bringen auf meinem Kanal. Und gibt jetzt noch ein paar andere Spiele hier, wie Expeditions, was ich jetzt auf jeden Fall noch zu einem Undaddle-Format machen werde. Ich werde das Game nicht komplett durchzocken, werde ich aber in dem Spiel selber auch nochmal erwähnen. Leute, schaut auch gerne unbedingt mal bei Classified France 44 rein, wer ein bisschen auf Rundentaktik steht. Das war ein Spiel, das wollte ich eigentlich gerne noch komplett zu Ende bringen. So war wie Banishers auch. Ghost of New Eden, einfach weil ich selber noch durchzocke. Welcome to Paradise wird vermutlich auch ein Undaddle-Session werden bei mir. Und ja. Leute, ich danke euch vielmals fürs Reinschauen. Vielen Dank fürs Interesse hier bei Alone in the Dark auf meinem Kanal Daddle Buddy. Und wie gesagt, wer Spaß hatte, Daumen oben da lassen und auch gerne ein Abo. Ich danke euch auf jeden Fall für das Interesse, für euren Support und wir sehen uns hoffentlich wieder in den anderen Videos. Checkt mich aber auf YouTube, Daddle Buddy, und hier, andere Playlists, einfach mal checken. Ich glaube, die müssen hier sein. Da. Einfach mal reinklicken. Und nun, Leute, viel Spaß auf eurem Zocken, schönen Tag noch, macht's gut und bitte, bleibt gesund. Wir sehen uns. Haut rein. Achso, ein kleines Fazit vielleicht noch zum Ende. Ihr habt es ja zwischendurch schon gehört. Alone in the Dark ist ein geiles Spiel. Die Geschichte ist sehr cool. Das durchs Anwesen gehen sehr cool. Der Dimensionswechsel sehr cool. Aber was gar nicht cool ist, ist das Gunplay. Die Kampfsequenzen, die machen keinen Spaß, bin ich ehrlich. Die machen keinen Spaß. Da kommt ein Gegner und du denkst, du willst einfach nur mal ein bisschen Action reinbringen und ein bisschen die Ruhe rausnehmen aus dem Spiel, aber es macht keinen Spaß. Wenn die gefehlt hätten in dem Spiel, hätte im Spiel keinen Abbruch gemacht. Wäre mega cool gewesen, meine Meinung. Und wenn ich das Ganze mit Emily nochmal durchgezockt habe, werde ich euch auch mein Fazit hierzu nochmal mitteilen, ob ich das besser fand. Wie gesagt, ich kenne es nicht und ich werde es auf jeden Fall selber nochmal spielen, bevor ich mir irgendwelche Let's Plays reinziehe. Und nun aber wirklich, Leute, haut rein, euer Daddle Buddy. Macht's gut.